Recht herzlich willkommen zur 104. Folge von Simotrans. Ja, Floto ist noch angesagt. Letztes Mal haben wir da mit den Bussen noch mal ein bisschen geguckt und verbessert, aber ich glaube, da fehlen uns noch Stadtbusse genauso wahrscheinlich wie über Landbusse, die wir da haben. Hier war ja die Anlieferung nach Sonderhausen und nach Waldeck. Da sind ja schon reichlich noch unterwegs. Das heißt, wir müssen... Ah, das war wieder die falsche Taste gedrückt. Wir müssen nochmal diesen Bus hier gerade hinterherjagen. Diesen hier zum Beispiel. Ah, nicht erwischt. Da ist er. Und dann holen wir uns den hier in den Fokus. Da fahren zwei drauf. Ja, da müssen definitiv mehr drauf, ne? Dann brauchen wir da jetzt noch hier oben ist das Häuslein, ja? Wo das Depot ist. Und... Ach so, hier waren ja jetzt neue Busse auch dazugekommen, ne? Hatten wir den jetzt schon? Ich glaube ja, ne? Oder war das? Doch, der war das, ne? Das ist schon den, was wir schon im Stadtverkehr haben, ne? 68 Personen gingen da rein. War auf jeden Fall, ne? Ja. Genau. Und den schicken wir jetzt auf Fernbus. Floto, Waldeck, ne, Sonderhausen, Floto. Da schicken wir den drauf, aber ich glaube, da da tausende von Leute warten, machen wir den auch gleich zweimal drauf. Macht Sinn. Ist die Frage, ob wir die noch austauschen, ne? Weil die sind ja mit 54 Leuten mit weniger unterwegs, ne? Ja, komm, zack. Nochmal kopieren. Nochmal beide starten. Details. Verkaufen. Und dann ist er schon direkt weg, ne? Das war doof, das wollte ich jetzt nicht. Oder der war bestimmt nicht leer. Ausmustern war das richtige Ding, ne? Naja. Jetzt haben wir den Fehler da begangen und dann ist der direkt rausgeflogen. So, das läuft. Floto Waldeck. Fährt einer drauf. Da werden wir dann auch einen neueren auf jeden Fall nehmen. Und ich glaube, den doppeln wir auch. Start. Ja, jetzt ist der irgendwo anders. Der fährt nicht auf dieser Linie, wie wir gerade sehen. Fernbus Sonderhausen Floto. Haben wir die nochmal da drauf geschickt. Super, hat gut geklappt. Obwohl, das sind jetzt... Nee, das ist nicht gut. Der ist schon voll, super. Die sind natürlich schon so butzvoll, ne? Ja, dann lass er jetzt laufen, ist egal. So, nochmal hier den richtigen einstellen. Fernbus Sonderhausen, Floto, Floto, Waldeck. Kopieren und Start, Start. So, jetzt läuft's. Der kriegt Mustern, Ausmustern und alles ist gut. So, dieses Fenster kann zu. Da habe ich jetzt nicht gesehen, was der Sache war, spielt aber auch keine Rolle. So, und dann brauchen wir noch einen Stadtbus. Doppeln wir auch. Und Stadtbus Floto. Starten und alles ist gut, oder? Ist da noch einer drinnen jetzt? Nein. Passt. Habe ich den jetzt gedoppelt oder nicht? Gute Frage, ne? Ich glaube nicht. Es fährt nämlich nur einer aus dem Depot. Ich habe den zweiten nicht erwischt. Habe ich falsch eingestellt gehabt. Stadtbus Floto. Starten. So, läuft. Das heißt, die Linie ist bedient, die Linie ist bedient und nicht laden hat der. Der hat aber noch 54 Leute drin. Gut, jetzt ist er auch schon weg, hat die abgeliefert, passt. So, und dann müssen wir gucken, was hier noch steht für Lauter. Die Floto Efeuweg. Für Lauter. Sind 119. Ich glaube, da können wir definitiv auch noch einen draufsetzen, weil
Wir transportieren ja jetzt auch noch mehr hier hin, ne? Also machen wir da auf jeden Fall einen noch hin. Den. Und zwar Fernbus Lauter Sonderhausen. Doppeln wir, starten. Weil den anderen holen wir irgendwann auch raus, der da lang fährt. Die sind natürlich hier jetzt alle in der Schlange am Fahren. Und dann müssen wir nochmal in Flot hoch, nee, Lauter reingucken, wie denn der Stadtverkehr so läuft. Stadtbus Lauter, 54. Da kommt der zweite hinterher. Auch 54. Ja, was machen wir damit? Er ist voll, ne? Anders ist es nicht. Zack, hoch nach Floto. Und Stadtbus Lauter. Starten. Noch einen. Machen wir einfach aus dem Grunde, weil wir danach irgendwann austauschen werden, die anderen ausmustern dann. Stadtbus Lauter. Starten. Fertig. Läuft, ne? So, jetzt müssen wir mal hier Efeuweg gucken. Ich glaube, ist schon weniger geworden, ne? Da kommen aber noch die Vierer und holen gerade wieder welche gleich ab. Aber die bringen wahrscheinlich sogar welche mit wieder, ne? Ja, voll. Voll. Auch voll. Das ändert sich also mit den Zahlen in Anführungsstrichen hier jetzt nicht. Jetzt gucken wir, ob die voll sind, wenn sie wegfahren. Ja. Auch voll. Also das ist noch alles gegeben, ne? Ja, jetzt muss man ja überlegen, ob man hier nicht welche... Ja, schwierig, ne? Können jetzt einen Bus direkt von da zum Hafen schicken. Die Wechselstation, die ist hier eigentlich schlecht, die hätte hier hinten sein müssen, ne? Irgendwie war das jetzt nicht die Überlegung wert. Gucken wir mal den hier gerade an, den wir da auf dem Visier haben. Der ist voll und das ist ein Stadtbus Floto. Ja, hier ist auch einer. Auch voll. Hier unten fährt auch noch einer lang. Auch voll. Selbst die internen Busse sind voll, ne? Und stehen da jetzt noch welche? Oh, guck mal, da stehen sogar noch 17 Leute. Dann würde ich sagen, zack. Stadtbus Floto, noch einer. Starten, läuft. So, jetzt gucken wir nochmal beim Balldeck rein, wie es hier so aussieht. Das war jetzt die Wechselhaltestelle, oder? 128 wartend. Balldeck intern. Keiner extern. 33 intern. Oh. 34 intern. Fährt hier nur ein Bus rum? Da ist keiner. Aber wir sind da drin. Da sind vier drin. Okay, dann hat er hier jetzt gerade alle eingeholt. Das passt ja. Jetzt muss er hier oben noch gucken. Da sind es 8. Die holt er jetzt, ja. Dann hat er 8. Und da 34. Ja,
von 12. Das heißt, der ist hier schon voll. Die Bushaltestelle wird schon wieder gar nicht mehr befördert dann, ne? Höchstens die Fahrgäste, wo da welche aussteigen und dann rüber. Zack. Waldeck braucht einen weiteren Stadtbus. Waldeck. Ploto ist auch, wie wir gerade gesehen haben, schon schwarz. Wartet auf freie Strecke, genau. So, dann haben wir das geklärt. Hier dürften ja kaum welche stehen, passt auch. Hier stehen immer noch die 34, wenn ne, 24 so ein paar da wohl aussteigen lassen und dann weitergefahren. Aber da stehen noch zu viel. Hier ist ja 264. So, die 54 wohl noch Floto. Oder weitere Ziele. So, der ist jetzt leer dann, ne? Genau, da ist nämlich das Problem, dass nur ein Bus was hinliefert. Aber das ändern wir ja jetzt gerade. Dann kommt ja jetzt der zweite Stadtbus hin und dann läuft das auch besser. So, dann können wir gerade hier gucken, wie das hier in Floto aussieht. Da sind keine Bereiche neu und hier war auch nichts Lauge neu, ne? Hatte ich, meine ich, eben gesehen, ja. So, einmal nach Sonderhausen. Wechselbushaltestelle ist natürlich reichlich. Intern sind es auch schon mal gerade eben 500 Leute, oder? Nee, 300, das sind ja welche, die nach Lauter wollen. Aber auch reichlich. Und die wollen in die Richtung. Wie viele stehen hier so? 2. Ist ein interner Bus hier? Ist der wohl, ne? Der. Stadtbus in Nahhausen. Voll. Kommt jetzt aber von da oben. Jetzt habe ich den nicht erwischt. Ah, das war ja der. Wo ist der zweite? Da ist er. Ja, das ist der Fernbus Lauter Sonderhausen. Der ist auch voll. So, der ist mit 43 Plätzen voll. Fährt hier hin und hat alle da ausgeladen. Okay. Und dann kommt diese Bushaltestelle hier noch dran. Und da sind 3. Ja, das ist dann auch so eine Geschichte hier, ne? Macht das mal alles zu. Und intern, wie viel waren das? Zum Rathaus 266. Die fährt er nicht runter, ne? Ist klar. Der Gurk, zu viel waren das noch rum. Aber weißt du, was wir machen können? Wir können die Linie Stadtbus Sonderhausen aufrufen und das mal so machen, dass der eine extra Tour ans Rathaus fährt dann, ne? Linie ändern. Und ist das unteres Ländle da oben? Ja. Da machen wir mal einfügen. Den. Und den. Und dann fährt er da ein. Genau. Vielleicht kriegen wir es so gestemmt. So, nur gerade gucken, dass wir hier das beobachten. Die fahren weiter, das ist der interne. Lass den nochmal angucken. Bisschen schneller hier. Jetzt ist er da unten. Kriegt ein Passagier da unten mit. Jetzt hat er 35, 43. Die sind jetzt voll. Jetzt werden die da im Rathaus abgeliefert, richtig? Dann sollte er zurückfahren. 11 passt. Jetzt liefert er die 11 hatte und kriegt eine ganze Ladung voll wieder mit, ne? So, da sind dann viele ausgestiegen tatsächlich. Es sind nur 12 für da. So, 43 wieder abliefern. Wieder voll. Kurz einmal nur dahin, passt. Ja, muss man nur gucken, dass es da weniger wird dann, ne? 278.
Ja, 408 mal gerade eben, ne? Den kriege ich da gar nicht hin. Also schon hin, aber die Zahlen wachsen, anstatt dass es weniger wird. 349 und da ist wieder einer gekommen, der abliefert. 360, 420. Tonne 51. 278 kriegen wir nicht wieder hin. Ja, da haben wir schon 500 gesehen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wird der hier positiv? Das ist die Frage. 900. 800. Ja, doch, die Zahl wird schwarz, denke ich. Das funktioniert. Nur da oben. Ja, 350 sind jetzt so im Schnitt. 400. Vielleicht fährt er sie doch runter, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Hebel. Ach so, ist ja offen. Blödsinn. Ist ja der hier. Wir fahren den hoch. Nach Floto. 407 nach Lauter. 222. Hier sind sogar noch 54 intern andere Straße, ne? Ich glaube, wir machen da mal noch einen zweiten Stadtbus an nach Hausen hin. So, runtergescrollt. Der fährt ja hier auch schwarze Zahlen, steht da schon, ne? So, im Rad Pause dran, das war Blödsinn. So, schneller. So, wir sollten vielleicht den zweiten. Fährt er jetzt lang? Wie weiter, ne? Ja. Den nochmal mit ins Visier nehmen. Ja, 68 sehen wir oft genug, ne? Da wieder. Ja, wenn er von hier kommt, dann hat er immer 68, ne? Gucken, was er reinfahren. Das ist Schnee in Sonderhausen. 173. Ja, der da oben wird aber auch besser. Der hat gleich schwarze Zahlen. Dauert nie lange. Ja, jetzt gerade ein bisschen in die roten wieder mehr. So, die haben wir ja hier. Über Lauter, über Floto. Dann sieht das ja jetzt so aus, dass die weg sind, oder? Macht ja nichts. Dann können wir den hier mal zum Depot schicken, weil der ist ja sowieso leer und zu klein, würde ich jetzt sagen. Der andere mit 68 ist ja auch größer, ne? Schicken wir den nach Hause. Dann ist der weg. Passt. Jetzt fährt nur noch der eine. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass das intern nicht wieder groß wird. Er hat jetzt nur 30 mitgenommen, passt also. Ja, jetzt wird die Zahl da oben größer, ne? Jetzt ist sie vierstellig geworden sogar.
Müssen wir dann gucken. Der kleine Bus war zu klein und dieser ist zu groß. Der mittlere wäre es dann gewesen, ne? Wahrscheinlich. Was sagt denn unser Budget eigentlich? Das müssen wir mal angucken wieder. Oh, war aber nicht schlecht. Ja. Ich glaube, den lassen wir mal so laufen dann. Der zu. Ja, und hier haben wir 900, die nach Lauter wollen. Und 117, die nach Sonderhausen wollen. Könnte also bald sein, dass da die, ich glaube, 8 waren es, zu viel sind dann auf Dauer. Hier sind es allerdings nur 827, da wird es noch gebraucht. Dann ist das momentan so, ne? Gut. Was macht der innerstädtische Verkehr? Der hat 25 jetzt drin. Die Bushaltestelle ist leer. Sieht es hier aus? 6 Gäste. Da keiner. Läuft. Hier sind sie abgearbeitet. Das bedeutet, der eine Bus, der diese Masse weggefahren hat, hat jetzt seinen Dienst getan. Ne? Stadtbusfoto. Das ist der hier. Zum Depot. Weg damit. Der fährt jetzt mit 64, aber das ist die Stadtlinie. Ja. Gibt es noch welche, die nicht Stadtlinie sind? Das ist der Stadtbus. Hier unten ist auch noch einer, das müsste aber auch Stadtbus sein, ist es auch. Fernbus. Hier ist noch ein Stadtbus, ne? App. Ja, jetzt schaufeln die aber die Fahrgäste, die Stadtbusse da hinten hin, das, oder? Ja, da sind nur 9 Fahrgäste dran zum Hafen. Über das Lotto, über Sonderhausen. Naja. Jo, aber die Zeit ist auch schon wieder rum. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.